Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wesentlich mehr habe ich hier nicht vor. Ihr seht auf eurem Bild das Setup, wie ich es aktuell nach ein bisschen gebastel und nach ein bisschen Fragen stellen. Vielen Dank an der Stelle hier an Elcry. Vielleicht das Gefühl, dass das Spiel kommt. Durch irgendwo. Hop ab, hop ab, hop ab. Minus Einstellungen. So, mal gucken, wie der Ausschlag jetzt ist. Das ist immer noch ziemlich gering, beziehungsweise vom Mikro zu niedrig. Echt irgendwie der Windows-Patch mal wieder. Jetzt würde ich nicht alles so angezeigt, wie es ist. Ja? So, den Pegel mal wieder ein ganz klein bisschen nicht nach oben drehen. Ich bin der Meinung, der hat das Ganze runtergedreht. So, damit ist der Pegelausschlag wesentlich angenehmer. So, ja, damit sollte ich viel lauter sein als das Spiel, hoffe ich zumindest. Hab jetzt ein bisschen Fahren verloren. Ja, was ihr seht, ist im Endeffekt das Stream-Layout, was ich momentan gebastelt habe. Das ist alles andere als kompliziert oder gut aussehend. Es ist im Endeffekt ja sehr die Grundzüge sind da, sagen wir es so. Man kann erkennen, ich habe den Chat eingeblendet. Wie gesagt, an der Stelle danke an Valkry, den ich extra gefragt habe, womit er das Ganze macht, weil nein, Pip. Die Variante, die ich gefunden habe, die hat mir einfach nicht gefallen gehabt. Und bin daher entsprechend froh, dass er mir gesagt hat, womit er das Ganze bei sich einblendet. Also einfach am Ziel. Ansonsten sind da zwei Bilder von Belly mit drin. Vielen Dank an Belly, die sich die Mühe gemacht hat, diese beiden Bilder zu zeichnen. Mir beide sehr gefallen. Und eines ist natürlich ganz thematisch hier zum Spiel. Ja, dennoch bin ich natürlich mit diesem Layout am... Oh, nicht angreifen, nicht angreifen. Ich will doch gar nichts tun. Und da hat eben das Spiel ganz schön gepixelt, auch bei mir. Ich vermute, da war die Remote-Übertragung etwas überlastet. Ich bin natürlich mit diesem Aufbau noch längst nicht zufrieden. Also, falls ihr eine Idee habt, die sich für jemanden mit meinen geringen Kenntnissen in Grafikbearbeitung irgendwie umsetzen lassen, dann haut noch raus damit. Sagt mir, was ihr euch da vorstellen würdet. Oder falls ihr selber so was basteln wollt, auch nur zu. Dabei wäre natürlich für euch ganz wichtig zu wissen, wie groß sind die einzelnen Felder. Das Videobild ist 16 zu 9. Sollte nach Möglichkeit skalierbar sein, um das Ganze ein bisschen anzupassen. Denn so ein Rahmen, der geht ja dann hoffentlich noch links, rechts, oben, unten ein bisschen was, dass man das Ganze ein bisschen verschieben muss. Vielleicht ein Chat irgendwo schöner einrahmen. Ich habe erstmal dem Ganzen einen schwarzen Hintergrund gegeben. Standardmäßig, was mir das Programm gibt, ist durchsichtig. Was eventuell etwas schwerer zu lesen ist. Die Höhe und Breite vom Chat ist, da muss ich mal kurz nachgucken, momentan eine Höhe von 580 zu einer Breite von 400 Pixeln.
lässt sich aber auch in gewissem Rahmen natürlich anpassen. Oh, ich denke, das sind so die Grunddaten. Oben rechts versteckt. Ich denke, das wird noch irgendwo anders hingeschoben werden. Ist der Grund, warum der Chat so relativ klein ist. Ist die Anzeige für Follower und Hosts. Wird da oben halt eingeblendet. Das wollte ich nicht, dass das Ganze über irgendwas anderem drüber liegt. Aber ich denke, auch das können wir irgendwo anders hin verschieben. Dann könnte der Chat etwas größer werden. Etwas länger. Ja. Wann ich das Spiel genau anfangen kann zu streamen und damit aufzunehmen, weiß ich noch nicht. Klar ist natürlich der 14., aber als ich heute Nachmittag die Vorbestellung auf die Download-Version vom PlayStation Store umgestellt habe, hat er mir eine Freischaltung von innerhalb von 2 Tagen und ein paar zerquetschten Stunden gegeben. Das hieß also irgendwas so... Autsch... Ey! Ja, nein, falsche Taste. Oh Gott, das... Ja, zum Glück fangen wir mit dem Tutorial wieder an, sodass ich dann durchaus nochmal üben kann mit den Gegnern hier. Mit der Tastenbelegung. Ah, das ist... Ist eine etwas seltsame Tastenbedingung, aber auch dazu werde ich nochmal kommen, wenn wir dann aktuell am Spielen sind. Ja. Also. Ja, ich weiß noch nicht genau, wann ich mit dem Stream anfangen kann. Ich will mir aller Voraussicht nach für den Tag trotz allem Urlaub nehmen, damit ich da nicht erst um 19 Uhr oder so anfange zu streamen. Das wäre mir dann auch irgendwo ein bisschen spät. Sondern dass wir da ein bisschen früher anfangen können. Und eventuell kann ich das ja schon in Mittagszeit herum anfangen. Werden wir aber dann sehen. Und dementsprechend bis spätestens Freitag. Euer China Tiger.